Recht herzlich willkommen zur 40. Folge von Simotrans. Ja, wir sind hier im Spiel und wollten diese Runde in die Liste gucken, um zu sehen, wer wann Gewinne macht und nicht. Ja, das ist das Schifflein hier. Ja. Sieht jetzt nicht so gut aus. Der hat Minus, ne? Das war die Milch, aber der fährt jetzt die Südfrüchte und der hat 30.000 Miese. Jetzt bin ich eigentlich damit überlegen, ob das viel ist oder wenig ist, ne? Der andere fährt ja hier. Den klicken wir mal gerade an. Da ist er. Der macht die 30.000 plus. Also die beiden ergänzen sich prima sozusagen, ne? Der hat die Milch drin, ne? Also jetzt keine, weil er sie gerade eben abgeliefert hat. Gut. Okay, der kommt ja jetzt an, da wollen wir mal gerade gucken, aber wir können das auch in der Statistik ja sehen, ne? Profit wird immer unten sein, oder? Obwohl er hier hinten wohl besser geworden ist, aber nicht wirklich, oder? Kommt er jetzt an, es ist 19. September. Weiß nicht, ob die Milchpreise gestiegen sind, dass das Stückpreise gestiegen sind. 140 weg gleich. Ja. Und das hat jetzt nichts groß gebracht hier, ne? Also Schiffe fahren leer gar nicht gut, ne? Ist klar, das ist aber auch Wirklichkeit so, ne? Schiffe fahren fast nie leer. Die haben eigentlich immer Ladung und versuchen immer irgendwie hinzukriegen, dass sie wieder voll sind. Das ist sonst nicht profitabel. Wo fährt er denn lang? Er macht hier Rudolf Radolfzell Stadtverkehr oder was? Und da gibt es aber auch noch nichts. Okay, dann ist das halt so bei dem. Ja, die haben wir optimiert. Die stehen jetzt, die fuhren die ganze Zeit durch die Gegend, ne, meine ich. Der zweite ist nämlich daneben. Das sind die beiden, die den Schrott durch die Gegend fahren. Und hier haben wir jetzt noch einen Linienbus, der fährt wohin? Riedenburg, okay. Das ist der zum Museum, den haben wir letztes Mal schon angepackt. Der wird irgendwann auch besser werden. So, und er ist wo unterwegs? In Adenau, der Stadtbus Adenau ist das. Da könnte man hier überlegen, ob man dieses 2-6 Felder sind das von der Dingens, sag schon, vom Betriebshof hier, von der Großbäckerei, ob die nicht vielleicht durch die Gegend gefahren werden möchten, ne? Ja. Da steht maximal 656 Einheiten pro Monat. Oder was? Wo sind denn die Arbeiter da? Es sind schon einige. Ich glaube, wir sollten das hier erweitern. Da war ja auch mal eine Bushaltestelle, glaube ich, ne? Machen wir jetzt. Lass mal gerade überlegen, wo die Bushaltestelle hin müsste. Die müsste da hin, dann machen wir das auch, weil dann ist das auch mit der Stadt besser abgedeckt, richtig? Also zwei weiter und dann einen nach links. Zwei weiter und einen nach links. So, und dann die Bushaltestelle dahin. Und Stadtbus ist das ja, da müssen wir die Linie ändern. Das machen wir ja hier. Stadtbus Adenau. Linie ändern. Und zwar Adenau Ostdeutsches Rathaus ist das Rathaus. Boah. Das ist diese Stelle, ne? Genau. Also, Linie ändern. Danach einfügen. Fährt er dahin. Und dann fährt er wieder zum Rathaus hin. Na, da ist jetzt was falsch hier. Ist ja zweimal das gleiche stehen, ne? Norddeutsches ist, ach, da muss man einfügen. So, jetzt haben wir das gleiche in Grün wieder geschafft. Da ist doch das Rathaus schon davor. Also er kommt von da, fährt zum Rathaus, fährt dahin, fährt wieder zum Rathaus und dann zur Paulusstraße. Die ist jetzt hinter dem Bild. Passt. Passt. Und jetzt gucken wir gleich hier rein, wie sich hier die Passagiere gleich drängen an der Bushaltestelle. Gut,
Das war der. Dann haben wir hier noch Altenau Hardexen. Das ist von einem Bus zum anderen, ne? Da war jetzt auch nichts groß drin. Den kriege ich auch so, der ist ja auch offen, den brauche ich nicht kriegen dann. Der fährt hier, fährt jetzt zum Maschinenwerk. Den hat er da eingeladen, würde ich sagen, ne? Weil der fährt ja jetzt hier hin und dann hat er da oben eingekriegt. Ist da schon ein neuer? Nein. Kann man gleich sehen. Okay, es fährt nur einer rüber. Das bedeutet, hier steht auch niemand, beziehungsweise die stehen alle Richtung Redenburg. Oder Lauter, Redenburg, Plotho, ja, das ist alles auf der anderen Seite für das Schiff noch sozusagen. Gut, okay, bei dem können wir jetzt auch nicht gerade viel machen. Das ist noch ein alter Reisebus, der müsste ausgetauscht werden, steht da. Das ist die Vier-Städte-Geschichte. Fünf, ja, der fährt auch hinter dem hinterher. Unbedingt verkehrt, ne? Wenn der voll ist, dann kann der den Rest holen. Aber der fährt gar nicht da lang, der fährt hier lang. Okay. Ja, da wäre es vielleicht sogar sinnig, erstmal hier die Route anzugucken, ne? Vier Städte da unten. 13, 2, 1, hier, der fährt miese. Das ist der, den wir gerade hatten, ne? Oder? Lass mal gerade rübergehen. Ja, das war genau der, den wir hatten. Der ist der, der die Miesen fährt. Den müsste man gerade ein bisschen beobachten. Die anderen fahren ja plus. Ja. Das ist hier so ein Halbdoppeldecker. Der ist auch nicht rosig hier, ne? Unterwegs. Der ist der zweite, der hinter dem anderen hinterher fährt. Und wie man gerade sieht, hat der auch vorne, ne? Gut, ist halt so. Fährt jetzt aber voll in die Gegend. Ja. Was macht man da, ne? Ja, müssen wir gucken, weiß ich auch noch nicht. Den lassen wir weg jetzt, der fährt. Der ist erstmal hier unterwegs, da gucken wir noch ein bisschen rein gerade. 437. Und jetzt hat er fast voll, ne? Wo ist er? In Waldeck ist er. Na, letzte Bushaltestelle stellen auch noch zwei ein, oder wer ist das? Einer. Ja, und das ist wieder der Punkt, wo da kann man sagen, rechnet er sich noch, ne? Wahrscheinlich. Gut. Hafen ist überfüllt. Das ist jetzt nicht so spielentscheidend. Dann mach den mal zu. Den hatten wir gerade, Altenau Hardexen. Der fährt zur Brauerei. Wie sieht denn der Fahrplan aus? 100% voll soll er machen, okay. Achso, da hat man letztes Mal auch geguckt. Irgendwie passte da was nicht, ne? Mit dem, wo die da reinfahren sollen, ne? Ah, das lag daran, dass der erste hier da voll war. Okay, dann ist das passt in diesem Fall, weil beide benutzt worden sind. Bei dem anderen war es eben, da wurde der hintere nicht benutzt. Und dann ging das nicht, ne? Aber ist auch okay. Kriegen wir noch hin. So, jetzt, ne, können wir es auch nicht sehen. Wir fahren auch wieder beide hintereinander. Und dann fährt er auch ins dritte rein, so ist nicht. Ja, müssen wir gucken. Jetzt kommen hier mehrere nacheinander, aber das wird auch wieder nicht passen. Aber wenn, dann ist es ganz selten mal, dass hier so ein Stau entsteht. Das ist dann auch halb so wild, denke ich mal, oder? Ja. Eigentlich fahren die alle weg, ne? Ja, passt. Lassen wir so. Wen hat man hier? Ach, das ist der Brauerei-LKW. Mal gerade gucken, okay. Der ist voll und passt. Willst du mehr? Liste zugemacht.
Haben wir hier noch einen Zug irgendwo rumstehen. Und die brauchen gerade wahrscheinlich hier kein Granulat oder was das auch immer. Ich glaube, PE-Granulat wird jetzt hier abtransportiert. Aber der frisst uns ja jetzt kein Brot, wenn er hier steht, ne? Kann man also so lassen. Der wartet auch mit dem Hopfen. Wenn der Hopfen braucht, fährt er seltener. Und das ist hier noch LKWs, die Bierkisten holen, ne? Ohne Anhänger. Die fahren allerdings alle plus ein, ne? Der mit Anhänger nicht. Schon komisch. Naja. Lassen wir auch erstmal so da stehen. Die bringen das Getreide ein. Das ist auch, glaube ich, alles top. Jetzt haben wir hier noch einen, der fährt wo? Ach, der gehört auch noch zur Feststätte-Tour. Okay, den lassen wir nochmal in Ruhe. Und der bringt das Stück gut durch die Gegend. Ja, das sind alles schon Plusgeschichten. Da brauchen wir gar nicht weiter gucken dann. Gut, okay. Soweit, so gut. 1236, jetzt ist er voll. Ja, das ist halt so. Irgendwo muss man auch, ne? So, wie heißt das nochmal, wenn man so einen Preis... Mischkalkulation, ne? Der eine bringt halt dem anderen was mit und dann rentiert er sich vielleicht wieder. Ah, hier ist der Bus gekommen gerade, ne? Aber die Arbeiter wollen da doch nicht mitfahren. Ja, ist jetzt nicht so dolle, ne? Okay, ist halt so. Lassen wir mal offen. Das machen wir zu. Und ja. Schauen wir dann. Was können wir machen? Gute Frage. Noch irgendwas anbinden. Getreidehof noch einen hier. Was ist das für ein Gerät? Das ist eine Mühle. Mehl und Weizen. Das würde nach da gehen, ja, aber da ist ja kein anderer, der das abnimmt, ne? Oder wie war das? Ja, Weizen und Mehl. Verbraucht Weizen, produziert Mehl. Aber das Mehl wird nur da verbraucht. Und Zucker und Eier. Entschuldigung. War ja klar, dass ich euch jetzt hier gerade in den Ohren huste. Der Geflügelhof, der liefert wahrscheinlich die Eier. Die Norddeutsche Mühle. Bringt das Mehl. Der auch. Was ist denn hier der Lieferant? Ach, die Zuckerrüben sind das, ne? Zuckerfabrik. Und die Zuckerfabrik hatte keine Rüben, oder wie war das? Der altdeutsche Bauernhof war hier, der macht Rüben. Aber die Rüben kriegt man nicht transportiert, oder wie war das? Ich weiß es nicht mehr. Da müssen wir ein Depot gerade haben, ne? Da hat man auch, glaube ich, eine ganz lange Straße schon hingezogen, mal, oder? Hm. Hier ist doch ein Depot. Und da müssen wir mal gucken. Das war jetzt falsch. Benötigen. Zuckerrüben. Na komm schon. Zuckerrüben. Und da gibt es auch LKWs für. Die können alle Zuckerrüben transportieren. Aber das rentierte sie nicht, oder wie war das? Ich weiß es nicht mehr. Zucker geht auch. Der Zucker, der kam dann zum Markt, glaub, ne? Naja, hier. Hackmann, Eier, Bier, ne, der Zucker ging nicht. Da müssen wir gerade gucken, hier Anhänger. Nicht, das war wieder falsch. Zucker. Die Eier sind da. Können auch transportiert werden. Und die Backwaren.
Mehl wird transportiert. Sind wir hier unterwegs in der falschen Richtung oder was? Backwaren waren ganz oben, da sind sie. Es kann alles transportiert werden. Irgendwo war doch da der Haken, ne? Oder? Was bei denen hier? Gerste und Weizen produziert Mehl. Irgendwo fehlte was in der Kette, meine ich. Lass uns nochmal da oben gucken bei der Mehl, Zucker und Eier machen die Backwaren. Die Eier kamen von hier oben, ne? Ja. Und warte, ach, das Tierfutter war damals das Problem. Genau so ist es. Wir konnten kein Tierfutter transportieren. Ich glaube, das Schiff gab's und den LKW nicht oder umgekehrt. Tierfutter. Tierfutter, wo ist das Tierfutter? Nee, das ist nur eine Zugmaschine, oder? Oh. Ja, wenn ich den anklicke, dann hat der da was. 55 Tonnen Schüttgut. Es gibt keinen Anhänger dafür, das war das. Genau, der LKW-Anhänger fehlt uns da. Die können alles andere, aber nicht das, was wir brauchen. So war das. Ne? Tierfutter müsste ja jetzt einen Anhänger anzeigen auch, ne? Macht er ja bei Schrott zum Beispiel auch oder so, ne? Da gibt es ja keinen. Hier siehst du, den gibt es für Schrott. Und der für Tierfutter fehlt. Das war das Problem, genau. Deswegen lief das nicht. Auf dem Wasser war das möglich, ne? Lass mal gerade Wasser gucken. Hier brauchen wir Tierfutter. Kann man das mit Tee machen? Ne, kann man nicht. Habe ich irgendwas anderes jetzt aktiviert wahrscheinlich. Tierfutter. Ne, ging auch nicht. Gar nichts geht da. Die Kette ist voll unausgereift. Dann wäre nur noch Lochschuppen angesagt, ne? Aber dann ist dann die Frage, ob sich das rentiert, ne? Lochschuppen war hier oben. Oh, was machen wir jetzt? Oh, dass wir da nichts gemacht haben, ne? So, und da Tierfutter. Und Waggons für Tierfutter gibt es. Das würde bedeuten, das Tierfutter musst du mit dem Waggon da rumbringen, ne? Aber wie willst du übers Wasser kommen? Ah, da unten ging's, ne? Irgendwo hier könntest du rüber. Die Tierfutterfabrik, ist die das da? Ja. Würde hier eine Landverbindung geben mit dem Tierfutter. Dann müsstest du von da so rumfahren. Das wird sich überhaupt nicht rentieren, glaube ich. Der Geflügelhof. Andere Möglichkeit wäre von hier da rüberziehen. Über diese beiden Inseln. Sollen wir mal gucken. Also diese Brücke würde ich ja sagen, okay, das geht. Kann man machen. Und da auch, oder? Wo war die Tierfutterfabrik? Hier unten? Da ist sie. Das würde bedeuten, wir müssen das darüber bringen. Gibt's da eine Brücke? Stahlbrücke? Die Brücke hat nicht die benötigte Spannweite. Okay, das geht da nämlich nicht. Ist das jetzt näher, oder?
So, jetzt noch mal diese. Geht nicht, auch zu weit. Was ist das? Eisenbahntunnel, okay. Tunnel würde bestimmt gehen, ne? Ist nur sauteuer wahrscheinlich. Darunter. Dafür müsste ich jetzt hier Landbewegung machen. Tja. Muss man dann abschrägen, ne? Erstmal tiefer machen. Wollen wir das mal gerade probieren? Ich will, glaube, wir probieren das mal gerade. Da muss ich ja dann einen tiefer gehen, ne? Oder? Wie war das? Und wie war das mit dem tiefer gehen? Ich weiß es nämlich nicht mehr. U, das U wie Untergrund, ja. Nee. Den Modus gibt es hier oben aber auch, ne? Untergrundbauwerkzeuge, da sind die. Eisenbahntunnel. Ebene-Modus ein, Ebene-Modus höher, Ebene-Modus tiefer. So, jetzt sind wir im Ebene-Modus, genau. So, da ist schon richtig im Endeffekt, ne? Aber kannst du gar nicht tiefer? Geht gar nicht. Du kannst nicht unter die Nulllinie gehen hier, oder wie sehe ich das? Naja. Sieht wohl so aus. Oder? Nee, ich weiß nicht mehr, wie das war. Irgendwie ging es da runter, aber keine Ahnung wie. Lassen wir das. Der Versuch ist gescheitert. Höchstens wir schütten was auf für eine Brücke. Das geht natürlich auch. Könnte man auch machen, ne? Dann würde ich sagen, wäre das noch eine Alternative, ne? Hier so, zack, zack und dann darüber die Brücke. Geht das? Geht. Aber geht nach da nicht, ne? Okay, dann machen wir da noch mal so ein bisschen Land daneben. Gut. Und die zweite Brücke wäre dann das. Passt jetzt hier nicht hin wahrscheinlich, ne? Das ist dieses. Doch, müsste gehen. Oder? Nee, würde bis dahin eigentlich laufen. Und die? Geht nicht. Ja, gut, okay. Aber ich würde sagen, das probieren wir dann weiter in der nächsten Folge. Jetzt haben wir schon mal eine teure Brücke hier stehen, die wir dann anschließen müssen. Aber das kriegen wir, denke ich, vielleicht dann auch noch hin. Haben wir halt hier eine künstliche Insel gemacht. Aber da kümmern wir uns in der nächsten Folge drum. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.